So. Ja, eine riesen Fanbase, wie gesagt. Daher muss ich meinen Fans auch was bieten und ein paar neue Let's Plays hochladen. Ich habe da auch einige Sachen noch in petto, weil ich habe ja wirklich, ich sag das mal so auf gut Deutsch, die gesammelte Scheiße des letzten Jahrzehnts, was ich mir da alles gekauft habe. Das heißt, da könnt ihr auch noch einige Let's Retros machen. Die sind ja auch immer sehr beliebt, einfach Spiele, die man schon fast wieder vergessen hat, nochmal wieder zu sehen. Ja, ich kann die allerdings noch nicht wie einige andere etwas größere Let's Player grafisch aufwerten, das heißt auch mal in HD spielen oder so, das kann ich natürlich nicht, zumindest nicht bei den meisten. Falls es natürlich welche gibt, die da wirklich schon in hoher Auflösung damals vorhanden waren, so, ich sag mal, zwar noch im 4:3 Format wie hier Need for Speed, allerdings schon im 1024x768 Format, dann könnte ich daraus vielleicht sogar HD basteln. Allerdings, alles was da drunter liegt, müsste dann in etwas geringerer Auflösung aufgenommen und veröffentlicht werden. Ja. Ey, ey. Gerade aber gut gegangen. Außerdem habe ich auch noch, ja, einige letzten Trashs natürlich. Die habe ich ja auch schon hochgeladen auf YouTube. Die kamen zwar, ich weiß gar nicht, kamen die gut an oder nicht. Da kam ja nie ein Comment. Deswegen weiß ich nicht, ob die wirklich, ja, euren Geschmack getroffen haben oder nicht. Ich bitte natürlich mal wieder um Comments, dass ihr da mal schreibt, was ihr gut findet und schlecht findet oder überhaupt mal irgendwas. Ist mir egal. Ist mir Latte, was ihr in die Comments schreibt. Meinetwegen könnt ihr da auch einfach Wurst reinschreiben und das dann hier kommentieren. Ist mir Latte. Hauptsache, irgendjemand schreibt mal was. Und ja, das werde ich dann natürlich auch selbst kommentieren von meiner Seite aus. Was weiß ich, dann schreibe ich daneben Schnitzel oder so. Keine Ahnung. Hauptsache, ich kriege mal endlich was zu lesen von euch. Ich meine, einen einzigen Comment, einen habe ich ja endlich mal bekommen. Von meinem ersten Abonnenten. Oh, nee, nicht, nein. Nicht dein Ernst, oder? Der gleiche Fehler wie gerade. Nein! Okay. Das ist deprimierend. Beide Male in Führung gelegen und beide Male in der, ja, letzten ernstzunehmenden Kurve wirklich dann noch das Rennen zu vergeigen. Ist natürlich doof, aber okay. Aller guten Dinge sind drei. Und naja, ich meine, wir haben ja Zeit. Ich mache das natürlich alles absichtlich, ne? Ich will das Let's Play ja künstlich in die Länge ziehen. Also ich habe zwar gehört, dass Leute das, also, verdammt, dass bestimmte Let's Player das wirklich machen. Ich werde das auf jeden Fall nicht machen. Dafür gibt es viel zu viele andere Sachen, die ich hier machen könnte. Und außerdem ist ja jetzt Need for Speed auch nicht das, was so am allerbesten ankommt. Da gibt es ja Spiele, die werden viel mehr nachgefragt. Zum Beispiel Minecraft, zum Beispiel aktuelle FIFA-Version oder andere aktuelle Games und sowas hier, sowas Klassisches, wird ja eigentlich gar nicht so mehr nachgefragt, was ich eigentlich auch schade finde. Andererseits aber auch verständlich. Weil wenn man sich mal anguckt, was man heute für grafische Möglichkeiten hat und das dann mit dem hier vergleicht, ja, da guckt man sich doch lieber mal so ein, keine Ahnung, so ein Max Payne an oder so ein Uncharted 3 oder sowas. Das sieht natürlich viel besser aus als diese ganzen alten Games. Aber naja, gut. Vom Spielprinzip her sind viele alte Games einfach besser als die neuen, muss ich mal so sagen. Auch zum Beispiel, gehen wir jetzt mal auf das Beispiel ein, Uncharted 3. Das kann ich beurteilen, weil ich alle drei Uncharted-Spiele gespielt habe. Uncharted 3 ist zwar ganz nett geworden, finde ich auch grafisch mit Abstand das beste Spiel der Reihe. Allerdings muss man da wirklich zu sagen, das Spiel ist so verdammt kurz. Sagen wir mal, das hat nur noch, ja, etwas mehr als die Hälfte der Länge vom Teil 2. Und also jetzt von der Spieldauer her. Und das hat mich dann doch schon ein bisschen angenervt. Außerdem sind da auch einige Funktionen flöten gegangen, so wie ich das verstanden habe. Also diese ganzen Extra-Optionen, zum Beispiel, dass man, keine Ahnung, sich Waffen schieben kann oder... Nein, nein, verdammt!
dass man sich Waffen schicken kann. Oh, Glück gehabt. Oder? Nein. 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 Das gibt's doch nicht. Ich sollte weniger quatschen und mehr aufpassen, oder? 900stel, oh mein Gott. Sonst verliere ich nie hier und wenn ich quatsche, dann baue ich meinen größten Kack hier. Naja. So, um nochmal darauf zurückzukommen. Wie gesagt, da gehen dann auch einige Funktionen verloren durch diesen grafischen Fortschritt, weil da auch immer mehr Speicherplatz für beansprucht wird und außerdem sind die Systemanforderungen dann natürlich immer extrem hoch und die gehen dann natürlich auch die Grenzen der Konsole oder der jeweiligen Rechner. Und deshalb müssen dann immer einige Funktionen weichen, einfach nur damit das Spiel besser aussieht. Finde ich an einigen Stellen also dann auch ziemlich unangebracht. Aber na gut. Das ist Fortschritt. So. Werde ich versuchen, mal etwas weniger zu quatschen und etwas besser aufzupassen. Damit wir auch endlich mal weiterkommen hier. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehmen soll. Vielleicht nehme ich sogar noch Minecraft hier nach auf, wer weiß. Aber das mache ich dann auf dem Rechner. Hier bin ich ja gerade auf dem Laptop. Und naja. Wobei, wir sind jetzt gerade mal bei 42%, hier passiert uns ja eh nie was. Also könnte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen labern über irgendwas. Da bräuchte ich nur noch ein Thema. Wobei ich es auch ganz gut schaffe, ohne Thema irgendwas zu quatschen, wie zum Beispiel jetzt. Jetzt quatsche ich sogar übers Quatschen, einfach nur um zu quatschen. Ja, ist ja auch was Tolles, ne? Also, wenn man es kann. Und wir haben gerade einen hammermäßigen Vorsprung auf Tess rausgefahren. Der hat gerade unten irgendeinen Fehler gemacht. Und man sieht oben, wir haben jetzt 500 Meter Vorsprung. Wie geil ist das denn? Ja, und wir haben auch bald das Ziel erreicht. Wir müssen jetzt nur noch hier einmal um die Rechtskurve rum. Dann einmal um die Linkskurve rum. Und dann wird die Strecke auch schon wieder geteilt. Und dann kommt dann die Stelle, wo wir immer abfliegen. So. Einmal um die Kurve rum. Das klappt ja immer gut. Jetzt wird die Strecke hier geteilt. Und jetzt kommt die Kurve, wo wir immer versagen. Ich gehe mal absichtlich vom Gas. So, das wollte ich sagen. Und ja, diesmal hat es auch geklappt. Diesmal haben wir aufgepasst. Diesmal habe ich aufgepasst. Also, dass ich keinen Scheiß baue. Weil das kann ich ja so gut, wie ihr gerade gesehen habt. Ich schneide das übrigens nicht raus. Einfach aus Prinzip. Und ich habe ja mal erzählt, dass ich das wirklich nur mache, wenn ich dann, keine Ahnung, eine ganze Folge lang nur Scheiße baue. Ich denke mal, das war jetzt nicht ganz eine Folge. Und naja. Jetzt sind wir im letzten Rennen gegen Taz. Ja, und anscheinend ist das ein ziemlich kurzes Sprintrennen. Wir sind jetzt schon bei 5%. Und das war in der ersten Kurve. Jetzt schon auf 10%, okay, das sollte relativ schnell gehen. Oh Mann. Ich hasse diese S-Kurven. Auf Need for Speed kann ich sowas gar nicht leiden. Auf anderen Spielen wie zum Beispiel Gran Turismo oder so, wo es dann um Simulation geht, dann bin ich da der absolute Pro. Finde da immer die ideale Linie, aber hier, ich weiß nicht, komme ich mit dem Arcade. Mit dieser Arcade-Physik nicht so ganz klar. Zumindest nicht in aufeinanderfolgenden Kurven. So eine Kurve wie die zum Beispiel kann ich ganz locker nehmen. Aber ich vergesse dann immer irgendwie die nächste Kurve. Und dann nehme ich eigentlich so ziemlich die beschissenste Rennlinie durch die zweite Kurve, die man sich vorstellen kann. Aber okay. Man ist ja menschlich, man macht Fehler. Das kommt halt vor. So, 2,5 Sekunden Vorsprung. Ja gut, das sollten wir jetzt eigentlich halten können, glaube ich, oder? Ja komm, da kann nicht mehr viel passieren, jetzt nehmen wir die Abkürzung hier noch. So, ja, wir sind auch gut rausgekommen, perfekt. Haben noch knapp 20% vor uns. Upsala. Und
Naja, das sollten wir jetzt auch... Boah, 10 Sekunden, meine Güte, was hat Tess gemacht? Hat der schon wieder überhaupt 500 Meter Rückstand? Okay. Diesen Sieg hat Tess uns, ja, fast schon geschenkt, sag ich mal. Und ja, die Zieldurchfahrt. Wir haben gewonnen und sind jetzt auf Blacklist Nummer 14. Also Blacklist Platz 14. Haben 6.000 Dollar gewonnen. Mit 222 km/h Schnapszahl. So, jetzt muss jeder von euch einen trinken. Und wir haben Tess abserviert. Und mal gucken, kriegen wir den Wagen oder nicht? Upsala, jetzt bin ich gerade ans Mikro gekommen. Ich hoffe, das war nicht allzu laut. So, welches nehmen wir denn mal? Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene meg und du bist weg. Bam! Wie geil ist das denn? Ah, perfekt. Also Leute, ihr wisst jetzt, was ihr machen müsst. Einfach ene mene miste. So, weg bist du... Nee. Die übrig geblieben sind. Weg bist... Du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. So. Extra Verwarnungsgutschein. Ja, okay. Damit können wir leben. Ja, unser nächster Gegner. Blacklist Nummer 13 ist Victor Vasquez. Oder kurz Vic. Er fährt einen Toyota Supra und seine Stärke ist die Verfolgungsdauer. Das heißt, er kann ganz gut mit den Cops umgehen. Okay, dieser Typ sitzt schon seit einer ganzen Weile auf Platz 13 fest. Er kommt irgendwie nicht weiter, aber er schafft auch keiner, ihn zu verdrängen. Der Kerl ist faul, aber gefährlich. Jedenfalls kann er mit seiner Karre umgehen und macht dich fertig, wenn er die Chance dazu hat. Okay, gut zu wissen. Warst echt gut. Bist dabei. Ich zeig dir mal was. Wir haben hier einen Zugang zur Polizeidatenbank. Die Cops haben ein Strafregister für dich angelegt. Je höher dein Fahndungsstatus ist, desto größer ist der Hype und dein Kopfgeld. Also behalt dein Strafregister im Auge. Oh, hallo. Was haben wir denn hier, hä? Auf jeden Fall nichts für dich. Du bist so süß. Und du hast nur Glück. Auf der Blacklist bist du, wenn du mehr als Glück hast. Nimm dich da draußen also in Acht, klar? Weil man weiß ja nie, was passiert, oder? Machst du in diesem Wagen etwa auch rum? Mia, keine Ahnung, was du für eine Rolle spielst. Aber ich werd's rausfinden. Deine Tricks sind leicht zu durchschauen. Und wenn er am Ende ist, gibt's auch keinen Wagen mehr umsonst. Du stehst auf ihn, das weiß ich. Behalt dein Strafregister im Auge. Ich hau ab. Ich ruf dich später an. Ja, und da war mal wieder Razor die Knalltüte. Ja, er kapiert's einfach nicht. Oh ja. Ich bin beeindruckt. Tess hat dich unterschätzt und den Preis dafür bezahlt. Mach nie denselben Fehler. Wir sprechen uns später. Ach, ich würde doch nie jemanden unterschätzen. Das kann auch gar nicht funktionieren, weil ich eh der Beste bin. Es ist eh keiner besser als ich, deswegen kann ich gar keinen unterschätzen. Also, mal kurz, einfach mal so das Arroganteste überhaupt. Hä? Ach, die sind ja noch... Genau, die werden noch als neu angezeigt, weil die gerade vor dem Absturz nicht gespeichert wurden. Deswegen, mal kurz so, so und so. Das waren einfach diese drei Voicemails, die wir uns gerade vor dem Abschmieren von Need for Speed mal angehört haben. Kann auch sein, dass das schon in der letzten Folge war. Ich weiß es jetzt nicht.
Und ja, ich denke mal, wir fahren einfach noch mal ein Rennen und danach... Ja, danach können wir dann auch mal wieder Schluss machen, oder? Na komm, machen wir zwei Rennen raus. Blacklist 15. Und dann machen wir das nächste Mal wahrscheinlich wieder ein bisschen mit der Herausforderungsserie. Wir wollen das ja auch so ein bisschen ausgeglichen halten. So, Rennen, Meilensteine, Kopfgeld, ja. Was machen wir? Rennen wieder zuerst. Ja. Ja, dann machen wir noch in dieser Aufnahme die beiden Runden-K.O.-Rennen, weil ich finde, Runden-K.O. sind irgendwie die nervigsten Rennen. Auch wenn ich die ganz lustig finde, aber... Naja. Nervig sind es halt auch. Finde ich zumindest, jeder hat halt seine Lieblingsrennen. Meine Lieblingsrennen sind die Sprintrennen, muss ich ehrlich sagen. Naja, und die Radarfallenrennen. Wie gut ich mit Sprintrennen zurechtkomme, hat man ja gerade gesehen, als ich gegen Tess gefahren bin. Egal. So. Jetzt haben wir hier mal wieder einen CTS als Gegner. Hatten wir ja, glaube ich, schon einmal. Ein A3, das hatten wir auf jeden Fall schon mal. Und was ist das? Ein Kobalt SS, der verdammt beschissen aussieht. Okay. Meine Güte, da würde ich mich doch schämen, wenn ich in der Karre fahren würde. Der leidet eindeutig an akuter Geschmacksverwirrung. Aber gut, solche Leute muss es auch geben. Verdammt. Junge, lass mich in Ruhe. Nein, ey, jetzt sag mir nicht, dass ich Letzter werde in der Runde. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Verdammt. Okay, dann müssen wir das nochmal neu starten.